Heute kann man per Internet und Handy in alle Welt erreichbar sein. Früher schrieben wir einander Briefe und klebten unsere Bilder ein. Oma kochte Frisches aus dem Garten, denn Fastfood war noch unbekannt. Damals gab's Musik noch nicht zum Download. Wir mussten auf die Schallplatten warten, für die wir sparten. Damals war das Leben, das wir gerade erst begannen, noch neu für uns. Damals galt ein Tag, an dem wir stundenlang nur träumten, nicht als umsonst. Damals, als noch kleine Dinge große Sehnsucht weckten und irgendwie die Uhren nicht so schnell wie heute tickten. Ja, damals, als wir lebensunerfahren und doch so glücklich waren. Damals haben wir mit der Familie zusammen abends fern gesehen. Wunderschönes Lied. Damals, Ute, was haben die damals nur gemacht? So ohne Handy und ohne Computer? Soll ich dir was sagen? Ja. Ich glaube, wir haben einfach ruhiger gelebt. Und das war irgendwie ein bisschen schöner, finde ich. Es war nicht so hektisch, gell? Ja. Ich sag mal, Stefanie, kannst du dich eigentlich an deine erste große Liebe erinnern? Ja, natürlich. Er war ja eben noch hier. Ich war 17 Jahre lang mit ihm zusammen. Du, dass du, wenn ich neben dir stehe, an die Jugendliebe denkst, das ist schon klar. Aber ich meine nicht deine Jugendliebe, Stefan. Nee. Ich meine eine große Liebe von dir. Eine erste große Liebe. Du, ich pass mal auf. Kameramann Clemens war vorhin schon da, an den war ich ja auch so ein bisschen verliebt. Es ist kein Mensch, obwohl wir dieses Teil gerne öfters vermenschlichen. Ich gebe dir eine große Hilfe. Ja. Der Name fängt mit an. Schlager. dass du Musik liebst, steht immer außer die Frage. Schlager geliebt. Von Anfang an. Pass auf, ich gebe dir ein tolles Geräusch zu diesem. Ich lache nicht gemacht worden. Liebe Gäste, begrüßen Sie mit mir eine große alte Liebe von unserer Stefanie. Sie hat ihn mit nach Bayern genommen. Was machst du hier? Und dort macht sie. Du sollst daheim bleiben. In der Garage. Du, wir haben den geklaut, aber der ist freiwillig mitgekommen. Hier ist George, der Trabi. Ah, zusammen mit meinem Jürgen, ein ganz lieber Freund. Jürgen. Ah, das ist ja Wahnsinn, mein George. Und ein Aroma ist das. Stefanie.
My good star. Stefanie, da gibt es doch, ja, wenn er sprechen könnte, der Schorsch, ja, eine ganz wunderbare Geschichte. Kannst du die mal unserem Publikum erzählen? Ach, es gibt viele lustige Geschichten, aber eine ist so lustig, die ist, ja, also der Schorsch, der hat mal seinen Hut verloren. Du hast ihn geköpft für mich. Ich war mit dem Schorsch in der Waschanlage. Und ich saß auch selber drin, als die Bürsten von vorn kamen und dann kamen sie von hinten und haben von hinten das Dach aufgehoben. Ja. Und du saßt dann drin, ich saß drin Dach. Und bin pitschnass geworden. Der Schorsch ist ja in Zwickau vom Band gelaufen, mhm, und dort bist du ja auch gelaufen. Du hast dort in der Nähe zumindest deine ersten Schritte getan. Und sag mal ehrlich, er ist doch auch so eine Art Jugendliebe. Absolut, absolut, der Schoschi. Also das ist eine ganz wichtige Jugendliebe von mir. Was wir mit dem schon alles erlebt haben. Komm.